Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Anime Banger. Hä? Moment mal. Ich bin ja gar nicht Anime Banger, sondern mein Name ist Pekoms. Was ist denn hier los? Wartet. Ich suche ihn mal. Da ist er nicht. Zorro, wo ist denn der Anime Banger? Ach, der Moosschädel ist wieder mit dem Trainieren beschäftigt. Sanji! Wo ist denn der Anime-Banger? Ach, so eine Schmalzlocke. Wieder im Badehaus. Ja, Leute, es nützt nichts. Dann muss ich heute mal übernehmen. Bevor ihr alle durchdreht, bleibt ruhig. Dem Anime-Banger geht's gut, beziehungsweise einigermaßen gut. Ruffy und er haben ein bisschen giftigen Fisch gegessen. Wir kennen Ruffy und der Anime-Banger und Ruffy, die harmonieren gut. Und jetzt Ende vom Lied. Anime-Banger liegt irgendwo und wird von Chopper versorgt. Keine Sorge, er hat Anime-Banger hat eh Königshaki und einen starken Willen. Deswegen alles gut, alles kein Hals- und Beinbruch. Ja, natürlich ist auch Robin und Nami bei ihm, die für ihn so einiges tun. Ne? Wir bleiben mal unter uns. Alles gut, Raichu ist auch dabei, alles gut, keine Sorge. Und Brüste sind auf jeden Fall im Gesicht. Gut, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr Anime Banger unterstützen wollt, ne, ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß mit dem Video. Hyogoro of the Flower übersetzt Hyogoro der Blume soll heute das Thema sein. Diese Legende vor 20 Jahren hat mich sehr, sehr beeindruckt und hat einige Elemente an sich, beziehungsweise Merkmale an sich, die wir heute besprechen wollen und natürlich Verbindungen zu anderen Charakteren, die bestehen könnten. Ja, ich möchte mich ausschließlich davon fernhalten, hundertprozentige Aussagen zu treffen, aber es könnte theoretisch der Fall sein. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Hyogoro of the Flower hat mich als Charakter sehr beeindruckt. Ich meine, wir haben jetzt, nachdem wir von Momonosukes Vater mitbekommen haben, das Königshaki auch näher im Fokus stand in diesem Arc, bei Kid, bei Ruffy, ne, auch Kaido hat davon gesprochen und so weiter, wurde uns jetzt Hyogoro gezeigt und in diesem Zusammenhang wurde mir einiges klar. Hyogoro ist ein Charakter, der vor 20 Jahren einer der ranghöchsten, wahrscheinlich Samurai, Wano Kunis war und wurde sogar von Kozuki Oden, dem Charakter, dem, sage ich mal, Protagonisten dieses Landes, sogar als junger Mann bewundert. Ich fand das sehr interessant, denn ich muss ehrlich sagen, solche Charaktere in jedem Arc finde ich toll und bereichern die Geschichte um Längen. Ne? Deswegen muss ich sagen, dass uns jetzt einiges bevorsteht. Hio, der kleine Mann aus dem Gefängnis in Udon, ist wohl doch wichtiger als gedacht und wird wohl alte Samurai, die auf Seiten Orochis oder Kaidos stehen, auf die Seiten der Strohhüte bringen, beziehungsweise der Allianz. Deswegen haben wir nachgedacht und uns überlegt, welche Kraft er gehabt haben könnte und was dafür spricht, und uns ist einiges klar geworden in Bezug auf das Königshaki, denn das soll das Thema sein hier. Denn es gibt einige Hinweise, dass er keine Teufelskraft hat und seine Kräfte wohl möglich vom Haki stammen. Und wenn wir vom Thema Haki sprechen, ist es wahrscheinlich das Königshaki, denn Rüstungshaki und Observationshaki können kein Feuer erschaffen oder Feuer kontrollieren. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja, es geht um das Feuer. Wir haben Hio kennengelernt als kleiner Mann, der Feuer auf dem Kopf hat, eine kleine Flamme auf dem Kopf, und auch unten am Bartansatz haben wir gesehen, hat er als junger Mann oder als Mann vor 20 Jahren, als er noch in seiner Blüte war oder in seiner besten Zeit war, sagen wir es mal so, denn ganz so jung war er damals auch nicht mehr. Wir haben gesehen, dass er Feuer auf dem Kopf und am Bart getragen hat. Das bedeutet, er konnte irgendwas mit dem Feuer machen. Für mich ist das keine Teufelskraft, denn das größte Indiz oder der Beweis schlechthin ist ja, dass auf Udon Teufelskraftnutzer allesamt Seesteinhandschellen tragen. Diese Seesteinhandschellen,
dafür genutzt werden, um Teufelskraftnutzer eben zu schwächen, damit sie ihre Kräfte nicht mehr einsetzen können. Sprich, Hiyo sollte vor allem als schwacher alter Mann seine Flamme nicht mehr einsetzen können, falls er eine Flammenparamezia beispielsweise haben sollte. Das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Ja, und jemand wie Hyogoro, so eine Legende, die vor 20 Jahren extrem heftig war, der wird man doch Seishin-Hanshin anlegen, falls er eine Teufelskraft hatte. Kaido sehr erstaunt, sagen wir es mal so, weil er irgendeine Kraft hat, die wir noch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben. Es wurde von Queen erklärt. Sprich, er muss etwas verdammt Heftiges drauf gehabt haben. Hier spricht für mich das Königshaki sehr, denn man muss schon ehrlich sagen, Feuer kontrollieren, mit Feuer umgehen, das ist eigentlich eher Elementkontrolle und gehört eher zu der Unterdrückung der Umgebung oder des Willens der Umgebung, sprich Königshaki. Ich denke, mit dem Königshaki kann man noch viel mehr. Das wird in diesem Arc auch mehr in den Fokus geraten. Wir haben es bei Ruffy, Kid und so weiter gesehen, dass das angesprochen wurde. Und auch Kaido, der König der Bestien, hatte es wahrscheinlich. Wir haben dann noch einen Charakter namens King, der erste Kommandant der Bestienpiraten, der 100 Bestienpiraten. Dieser hat auch Flammen auf seinem Rücken. Ein Dinosaurier kann solche Kräfte nicht entfachen. Sprich, auch er könnte sogar eine Verbindung zu Hiyo haben ursprünglich und auch eine Verbindung haben zum Königshaki, dessen er benutzt, um diese Flammen zu kontrollieren bzw. zu erschaffen. Deshalb habe ich die Idee, dass King eventuell sogar ein alter Samurai sein könnte, der auf Wano unter Hiyo oder sogar in einem anderen Yakuza-Clan aufgewachsen ist. Wir haben bisher noch nicht viel von ihm gesehen. Wir wissen noch nicht viel. Wir haben aber das Schwert gesehen, das riesige Schwert, das riesige Katana, das er trägt. Das heißt, er könnte hiermit auch eine Verbindung zu Wano haben und da ja King heißt, auch eine Verbindung zum Königshaki, was sehr passend wäre, denn King, ne, im Namen zu tragen und das Königshaki zu benutzen, wäre sehr passend. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er eventuell, wenn der Oberkörper frei ist, auch Blumentattoos trägt, die wir noch nicht gesehen haben, da er vermummt ist und somit für Zoro auch einen knackigen Gegner darstellen wird. Ich freue mich riesig, vielleicht ist dieser Charakter, Zoros Endgegner für Wano, wäre ein starker Samurai und natürlich auch sehr passend. Das sind Dinge, die mir aufgefallen sind. Und ich denke, das ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt das Königshaki endlich mal näher beleuchtet bekommen und auch mehr Fähigkeiten dieses Hakis bekommen. Jetzt möchte ich zu einem Charakter kommen, dessen Verbindung zu Hiyogoro, der Blume, schon sehr, sehr gut möglich sein könnte. Dieser Charakter ist uns allen bekannt und bei den meisten auch relativ unbeliebt, doch er ist einer der wichtigsten Charaktere für One Piece und es geht hier um niemand anderen als Akainu, der Großadmiral der Marine. Und dieser Charakter ist natürlich sehr wichtig und hat in diesem Video auch einen Platz verdient. Im Kapitel 592 sahen wir ihn oberkörperfrei und wir sehen ihn mit Blumentattoos, die schon sehr an Hiyogoro, der Blume, erinnern, wie wir es im letzten Kapitel 935 gesehen haben. Auf der rechten Schulter trägt Akainu sogar ein Schwert und als junger Marinesoldat trug er sogar ein Schwert, was wieder weitere Hinweise auf Wano Kuni schließen lässt. Außerdem wusste Akainu bzw. warnte Akainu Kizaru davor, dass sie die Streitkräfte Wanos nicht kennen und Kizaru sich zurückhalten solle. Mit den Hinweisen ist noch nicht Schluss. Wir haben natürlich noch das Vorbild für Akainu, dessen Name Bunta Sugawara ist und aus diesem Anlass möchte ich aus dem One Piece Wiki einen kurzen Text vorlesen, der sehr wichtig sein könnte und uns darauf schließen lassen könnte, dass Akainu Beziehungen oder sogar aus Wano stammen könnte, was sehr, sehr interessant wäre. Ich lese mal vor. Was auffällig ist die Tatsache, dass alle Admiräle bislang auch reale Ebenbilder haben, an deren Aussehen sie erinnern. In Akainus Fall ist dies der japanische Schauspieler Bunta Sugawara. Dieser hat genau wie der Admiral mit Blumen tätowierte Schultern. Dieses Muster sogar auf seinem kompletten Rücken. In den meisten seiner Filme spielt er grausame und gnadenlose Charaktere. Im Film Machine Gun Dragon
spielte er einen blutrünstigen Yakuza und trug einen komplett roten Anzug. Ich denke, das mit dem roten Anzug ist klar. Ja, Akaino ist an die Farbe Rot angelehnt, seine Teufelskraft, sein rotes Oberteil, was übrigens auch Blumen trägt, ja, nämlich dieses vor dem Zeitsprung auf Marineford haben wir es auch gesehen, dieses Hemd mit diesen Blumen und natürlich der Hose. Das heißt, hier haben wir auch wieder die Blumen. Aber ich möchte auf etwas anderes hinaus. In diesem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, haben wir das Wort Yakuza. Und ihr wisst, dass Hyogoro, der die Blumen trägt im letzten Kapitel, 935, auch diese Blumen auftätowiert hat. Außerdem war er der Anführer der Yakuza vor 20 Jahren. Und ich denke, hier könnte Oda sich inspiriert lassen haben und Akaino sogar, der mit dem echten Namen Sakazuki auch einen japanischen Namen hat, ja, die japanische Namenskultur, hier könnte Akaino schon sehr wahrscheinlich aus Wano stammen oder auch Vorfahren haben, die aus Wano stammten. Ich finde das sehr interessant, diese vielen verblüffenden Anlehnungen und Hinweise. Und ich denke, das ist kein Zufall. Akaino hat bestimmt etwas mit Wano zu tun. Was genau, kann ich euch nicht sagen. Aber definitiv gibt es dort einen Zusammenhang. Ergänzend dazu muss ich nochmal sagen, dass die Blumenhauptstadt auch hier eine große Rolle für die Tätowierungen spielen könnte der Yakuza, die vielleicht alle solche Tätowierungen haben, ist eine kleine Idee von mir, denn wir haben hier in der Blumenhauptstadt, die vielleicht auch die Hauptstadt von Wano sogar ist, haben wir auch einen Kirschblütenbaum, einen Kirschbaum, der Kirschblüten hat, und diese Kirschblüten sind vielleicht sogar sehr wichtig für Wanos Kultur und Geschichte. Und jetzt kommen wir, verehrte Zuschauer, zum letzten Teil dieses Videos und jetzt gehen wir in die Spekulation noch viel tiefer ein, nämlich jetzt geht es um Ruffy. Monkey D. Ruffy, unser Hauptcharakter in One Piece, in diesem tollen Manga, spielt jetzt eine Rolle und wir haben Hyogoro gesehen, der eventuell mit dem Königshaki sogar seine Kraft begründet. Hier hätten wir für Ruffy eine Möglichkeit für Wano in den nächsten 8 Tagen bis zum Fest, beziehungsweise 7 Tage bis Ruffy da ausgebrochen ist und so weiter, haben wir vielleicht noch 7 Tage. Und in dieser einen Woche, was ich sehr passend fände, hätten wir hier die Möglichkeit, und das ist eine, finde ich, sehr, sehr gute Idee, dass Hyogoro Ruffy diese Kraft beibringt. Ruffy ist auf das Königshaki spezialisiert in den 2 Jahren. Bisher haben wir davon noch nichts bzw. kaum was gesehen. Hier finde ich es passend, dass wir jetzt in diesem Arc, wenn wir schon den König der Bestien haben, wenn wir schon seinen ersten Kommandanten haben mit King, ja, der König heißt, und Kozuki Oden haben und Kid haben als neue Königshaki-Nutzer, ja auch Ruffy haben, der die ersten großen Königshaki-Fähigkeiten im Kampf einsetzen kann. Hier hätten wir die Möglichkeit auf eine neue Gear 4 Form. Ich finde, fände das sehr, sehr passend, denn im Kapitel 821, hier ist das Bild, haben wir Ruffy gesehen in einer neuen Gear 4 Form. Natürlich kann das auch von Oda nur eine künstlerische Darstellung sein. Trotzdem fände ich es sehr passend, da wir hier das Feuer sehen um Ruffy herum, da wir hier auch neue Proportionen sehen. Er ist ripped, seine Rippen sind zu sehen, er ist kein typischer Boundman mehr. Er hat das Haki, die Haki-Verteilung ist anders, er hat das Haki nicht mehr an den Beinen und er hat auch längere Haare als im Boundman, nämlich so wie im Snakeman. Vielleicht haben wir hier auch schon vor etwas mehr als 100 Kapiteln die letzte und ultimative Gear 4 Form gesehen. Meine Idee wäre dazu, dass wir die ultimative, perfektionierte Gear 4 Form sehen, die mehr Ausdauer hat, die die Vorteile aller bisherigen Gear 4 Formen hat, beinhaltet und somit die stärkste Gear 4 abschließende Gear 4 Form sein wird. Hier hätten wir die Königshaki-Form, Ruffys Spezialisierung auf das Königshaki würde hier in den Vordergrund treten und mit Hilfe des Feuers, mit Hilfe des Kis, Haki besteht aus Ha und Ki bedeutet Energie und diese Energie könnte Ruffy verhelfen, seinen Gear 4 länger aufrechterhalten zu können und somit hätte er die Chance,
in Zukunft mit dieser neuen Gear 4 Form nicht nur brachialer zu sein, stärker zu sein, schneller zu sein, so wie in seinem Snake Man, nein, sondern er könnte auch dieses Gear 4 viel länger aufrechterhalten und somit ein vielleicht etwas ernstzunehmenderer Gegner für Kaido zu werden. Hier wäre mein Favorit auf jeden Fall der Leo Man oder auch der Lion Man, je nachdem wie Ruffy ihn nennen wird. Also angelehnt an den König der Tiere, der Löwe. Hier mit der Mähne sehr passend, auch wie auf dem Bild. Und natürlich auch, ich meine, es wäre doch unheimlich krass, wenn der König der Tiere, der Löwe, die letzte Gear 4 Form, die perfektionierte Gear 4 Form, hier gegen den König der Bestien Kaido kämpft. Jetzt im Gefängnis hat er ja schon trainiert mit den Seesternhandschellen. Das ist ein Training gewesen, das hat Ruffy selber gesagt im letzten Kapitel. Und mit dieser Kombination, mit dieser neuen Form, würde Ruffy in ein neues Level der Stärke kommen. Hier hätte er vielleicht die Chance, gegen Kaido etwas anzukommen, mit Hilfe von Kid, der auch vielleicht noch eine große Rolle für Wano bekommt, ich hoffe sehr, und vielleicht mit anderen Charakteren hätten wir hier die Chance, Kaido zu besiegen oder etwas zu schaden. Ich bin gespannt, wie sich die Sachen entwickeln. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und ich denke, dass dies sehr plausibel ist. Natürlich könnte Ruffy noch sein Rüstungshaki erweitern im Kampf, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur kurz die neue Form ansprechen und auch die Verbindung zu Hyogoro, der ihm das lehren könnte mit diesem Feuer. Und somit wäre diese Farbseite, diese Color Page aus Kapitel 821 auch begründet. Weitere Ideen sind natürlich in dieser Form, die wir hier auch gesehen haben, dass Ruffy mit diesem Feuer neue Techniken beherrscht. Natürlich mit dem Feuer viel machen kann, was wir auch schon bei Red Hawk gesehen haben. Das heißt, das Feuer hat auch einen Bezug wegen Ace für Ruffy und somit wären neue Techniken definitiv möglich. Hyogoro könnte ihm dies gut beibringen, auf jeden Fall. So, da ist das Video auch schon zu Ende. Ich möchte mich sehr bedanken bei euch, dass ihr zugeschaut habt und natürlich auch beim Anime-Banger, der mir die Möglichkeit gegeben hat, hier mal zu sprechen. War auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Auch Grüße gehen raus an Makanko, der hier mitgewirkt hat und auch unterstützt hat mit einigen Ideen und so weiter. Auf jeden Fall, man hört sich vielleicht mal wieder und ich würde sagen, kommentiert, wenn ihr Lust habt. Ich werde mir das durchlesen und auch beantworten. Und ihr könnt auch gerne in Zukunft den Anime-Banger unterstützen, aber auch Makanko One Piece unterstützen, wenn ihr knackige und auch sehr interessante Theorien und Videos rund um One Piece und anderen Anime und Manga hören möchtet. Ich bedanke mich, viel Spaß demnächst und alles Gute. Macht's gut.